Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together SimCity und wie ihr seht ihr nix. Ja, wir fangen nochmal neu an und zwar haben wir den Server gewechselt und leider werden die Karten dann nicht mehr gespeichert. Somit geht das Ganze jetzt nochmal von vorne los. Ja, vielleicht machen wir jetzt einige Dinge besser. Der All Rampage darf auch mal Hallo sagen. Ja, hallo. Erstmal, ja, wir versuchen natürlich uns immer zu verbessern und lernen aus Fehlern, die wir eventuell gemacht haben. Und schauen wir mal, was wir hier so fabrizieren. Genau. Ja, fange ich doch mal an, was zu bauen. Also in dieser Aufnahme werden wir auf jeden Fall auch die Screens wechseln. Das heißt, ihr werdet auch mal sehen, was All Rampage so treibt. Und ja, nicht nur einmal mich. Aber jetzt erstmal gucken wir nochmal mir zu. Und ja, dann fangen wir nochmal wieder mit der Hauptstraße an. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller voranzutreiben, nicht mehr so lang. Und ja, dann schauen wir nochmal. Ich ziehe jetzt mal hier die Straße rein. Was ich jetzt rausgefunden habe, wenn man Shift drückt, dann richtet sich die Straße dem Raster an. Also hier kann man ja so ziehen, wie man will. Aber wenn man Shift drückt, dann hat man immer die richtigen Winkel, 90 Grad, 45 Grad. Also das ist ja auch ganz cool, wenn man es jetzt irgendwie ausrichten möchte. Mach jetzt nämlich mal hier. Okay. Ziehe ich mal die Straße hier so rein. Kostet mich schon 5000. Ich hab schon verbaut. Dauert aber auch. Ja, und was jetzt ist, die Server läuft ein bisschen besser. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dann dauert das ungefähr 4-5 Minuten, bis dann beim All Rampage auch erscheint. Das heißt, es lohnt sich hier jetzt wahnsinnig auch wirklich zu sagen, einer übernimmt irgendwie was. Zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, er übernimmt die ganze Müllversorgung der Region oder den großen Teil der Müllversorgung, ist das natürlich sehr praktisch, weil dann kann der andere seine Stadt irgendwie, ja, eine andere Richtung halt ein bisschen besser upgraden oder so. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich baue jetzt hier mal gleich eine Straße mit mittlerer Dichte mal hier hin. Aber nehme ich jetzt mal hier dieses Rechteck-Tool. Und baue mal, ja, mal bis hier und dann nochmal das gleiche bis hier. Und das gleiche machen wir doch mit den hier nochmal. Zack. Und machen wir so, zack. Jetzt nehmen wir hier mal die andere Dichte. So. Haben wir doch jetzt schon so ein kleines Wohnraster, wenn man so möchte. Und das setze ich jetzt auch gleich mal Wohngebiet. Mit Steuerung kann man hier gleich ein komplettes Feld, dann muss man es nicht ziehen. Also man kann hier so ziehen. So wie ich es jetzt gemacht habe. Oder halt mit Steuerung, dann geht es ein bisschen schneller. So, hier kommt Gewerbegebiet hin. Zack. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Industrie. Und ja, da habe ich mir überlegt, einerseits wieder hier auf die Seite zu gehen. Andererseits habe ich mir überlegt, da man ja hier, wenn ich jetzt auf die Anzeigesicht gehe, habe ich ja hier irgendwo die Erze, die sind ja hier. Also habe ich mir überlegt, hier das komplette Feld hier auch mit Industrie zu belegen. Und hier dann mehr Wohngebiet und Gewerbegebiet zu machen. Und hier drüben, da muss ich mal schauen, vielleicht mache ich hier auch wieder die Müllentsorgung und so weiter hin. Aber da schauen wir jetzt mal. Jetzt brauchen wir aber erstmal, schließen wir mal diese Ansicht wieder. So. Die Bewohner ziehen auch schon ein. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich denn am besten die Industrie schon mal setze. Also ich mache hier mal die weiter mit einer normalen Straße. Oder warte, ich könnte eigentlich die Hauptstraße nochmal ein bisschen weiterführen. Mache ich nochmal wegen Bogen rein. Ich baue ja gern krumm und quer. Ja, das wissen wir. Ja. So. Okay, das ist so, das schwenkt zu krumm. So, machen wir es nur so mal. Sollte jetzt erstmal reichen. Kostet ja auch alles viel Geld. Und
Ja, jetzt habe ich das mal hier so. Und dann setzen wir doch hier mal, ne, nehmen wir mal eine mittlere Dichte, nicht die hohe. Setzen hier einfach mal wieder eine Brücke rüber. Mich jetzt eine Menge Geld kostet. Aber es muss jetzt halt so sein. Ja, ich bin schon relativ eben, was Finanzmittel angeht. Ja, ich habe jetzt noch 19.000, habe jetzt aber auch noch keine Industrie gebaut. Das kommt jetzt dann gleich noch. So. Gehen wir mal hier rüber. Hier hin. Machen wir mal die kleinere Straße. Dann ziehen wir mal wieder hier runter. So wie das letzte Mal eigentlich schon. Nur ein bisschen rechteckiger. Jetzt gerade am Überlegen. Ziehen wir. Ja, mal bis hier hin. Und jetzt setzen wir mal ein bisschen Industrie hier hin. So. Wunderbar. So, jetzt lechzt hier schon alles nach Strom. Und die Stromsache und so weiter setze ich jetzt mal auf diese Straßenseite rüber. Setzen wir einfach mal die Straße komplett durch. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Strom. Ja, jetzt habe ich hier. Ich wollte es eigentlich nicht so rum haben. Das hat jetzt schon mal nicht geklappt, dann reiße ich das jetzt nochmal ab. Ich hab ja das Geld. So. Auf Naja, jeden Fall. mal schön rauswerfen. Und zwar. Setze ich jetzt den Strom einfach mal hier an Rand und dann ziehe ich die Straße einfach parallel daneben, dann sollte es. Wobei, nee, ach, verdammt. Ach egal, ich wechsle später sowieso das Kraftwerk. Und jetzt noch ein Wasserturm, den setze ich jetzt einfach mal in die Siedlung. So. Dann läuft das doch schon mal. Mal, dass die Wasserversorgung gleich anschwillt. Jetzt machen wir die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Also was wir auf jeden Fall auch machen, wir werden jetzt kein so Hetz-Hetz-Let's Play machen. Wir werden uns schön Zeit lassen. Haben wir ein bisschen Genau. gemütlich. Das heißt, ihr werdet ja nichts verpassen. Selbst wenn ihr mal eine Folge oder einen Part nicht seht. Ich denke, so viel werdet ihr nicht verpassen. Wir werden hier uns wirklich, wie gesagt, viel Zeit lassen. Was sich zu der ersten Aufnahme nicht geändert hat, also ich werde auch wieder mehr so eine Industriestadt bauen, werde mich aufs Erz spezialisieren, also das heißt, die Stadt wird ein bisschen dreckiger, weil der All Rampage sich, für was hast du dich denn entschieden? Ich werde wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung zwischen Glücksspiel und Kultur zusammenbasteln. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Okay. Klingt ja schon mal ganz gut. Hoffen wir es. Ich kenne mich damit noch gar nicht aus. Ah, sehen wir noch mal, wie hier alles wächst und gedeiht. Mit meiner 300 Seelengemeinde. Yay. Ah ja, immerhin, immerhin. Industrie geht auch voran. So, die möchten jetzt schon, dass ich ein Rathaus baue. Oder ein Gemeindehaus. Na, das haben sie bei mir auch schon verlangt.
Jetzt werde ich diesmal mal schauen, wo ich das hinsetze. So viel Geld für eine Straße habe ich ja gar nicht mehr. Ich werde jetzt hier das mal. Ich bin jetzt gerade ja, kurz. Jetzt bin ich wieder zurück im Menü. Ach ne, doch nicht. Menü hat sich rausgehauen. Ne, es hat irgendwie was mit Updates gewesen. Ah, okay. Dass es neue Updates gibt und die jetzt anscheinend aktualisiert wurden. So, also ich ziehe das jetzt mal hier so rüber. Zack. Und die Straße sehe ich jetzt auch mal komplett hier hin. Ups. Jetzt gehen wir ja schon wieder aufs gerade Tool. Okay, das geht so nicht auf jeden Fall. Wollen wir mal auf jeden Fall bis hier hin. Hier ist das jetzt ein bisschen zu weit, oder wie? Nee. Egal. Wenn wir schliebschen, würde ich so bauen, aber das mag er nicht. Ziehen wir die einfach mal ein bisschen. Gerade noch. So, und jetzt klappt es. Ja, jetzt klappt's. Wunderbar. Aber hier nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen weg. So. Merk schon, ich möchte es ein bisschen schön machen. Möchtest du? Möchte ich, ne? Weil ich jetzt hier die Straße doch wieder wegnehme. Hilft ja alles nix. Na, ich werde jetzt mal ein Gemeindehaus bauen. Ja, das habe ich auch gerade vor, aber ich muss jetzt erstmal, ich wollte jetzt erstmal die Zufahrt so ein bisschen dazu machen. So, was setzen wir jetzt hier das Gemeindehaus mal hier schön direkt hier am Ende der Straße hin. Wie man auch hier schön sieht, am links hinten und rechts davon wird schon leicht angedeutet, dass man hier Erweiterungen dran bauen kann. Also den Platz kann man quasi mit einrechnen. Was mache ich? Bürgermeister der Nachbarschaft auf Besuch. Ja, bin ich auf Besuch. Ja. So. Aber bevor wir jetzt wieder viel zu viel Zeit hier verlieren, was ich hier treibe. Okay, jetzt habe ich gerade ein Aufnahmeproblem. So was. Gleich wieder was sehen, hoffe ich. Oder auch nicht. Tja. Dann warten wir jetzt mal kurz, bis ich wieder was sehe. Tun wir das, ja. Ja, bei mir geht jetzt langsam ein bisschen was in die Kasse wieder. Ja, ansonsten, ja, wechseln wir doch jetzt einfach mal zu Martin rüber, wenn es bei dem läuft. Bei mir läuft das Spiel gerade nicht mehr. Ja, bei mir läuft es nach wie vor. Gebaut habe ich noch nicht viel, hier zwei Wohnviertel. Ja, da soll ich jetzt mal vielleicht... Oh, es wird noch gar nicht danach gefragt. Nach Gewerbe. Deshalb lasse ich das erstmal so. Dahin Industrie, die verfällt wohl etwas, weil sie noch keine Arbeit hat. Aber jetzt muss ich erstmal wieder Geld reinkriegen, bevor ich weiterbauen kann. Sollte sich ja etwas beeilen. Ich habe hier schon die Geschwindigkeit etwas hochgesetzt. Und bei dir läuft es immer noch nicht. Nee, ich muss jetzt wahrscheinlich das Spiel neu starten. Aber da haben wir ja Glück, dass wir zusammen spielen. Dann übergehen wir diesen Übergang jetzt einfach mal, indem genau. Du deine Stadt präsentierst.